Ja, hallo liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet, wollte ich gerade sagen, Ultimate Fishing Simulator 2. Und ja, wo ist denn jetzt hier meine Maus? Ich sehe meine Maus nicht. Ja, meine Maus ist durchsichtig. Habe ich auch noch nicht gehabt. Meine Maus ist komplett durchsichtig. Ja, da sehe ich sie ein bisschen. Ja, ist auch egal. Ja, ich bin ja jetzt Level 2. Und ja, ich habe ein bisschen neue Ausrüstung geholt. Und zwar hier nochmal eine bessere Schnur. Nämlich die hier mit 2,2 Kilo. Auch eine Monoschnur, 018. Und an der Posenrute habe ich nichts geändert. Aber was ich jetzt hier nochmal holen wollte, im Geschäft. Das ist blöd, wenn man die Maus nicht sieht. So. Und zwar hier einmal der Köder hier, der ist nämlich auch noch kostenlos. Und da kaufe ich gleich drei Stück von, oder besser gesagt vier, falls welche abreißen. Da auch nochmal drei Stück. Weil dann muss ich nicht immer raus und wieder rein ins Geschäft und hin und her. So. Gehen wir hier in die Ausrüstung. Und dann werde ich hier auch gleich mal Köder wechseln. Und dann gehen wir angeln. Jo, immer noch am ersten Gewässer. Das lädt aber lange heute. Irgendwas stimmt hier nicht. Ah, jetzt. Wahrscheinlich war die Festplatte eingeschlafen. Musste erstmal vom System geweckt werden. Weil auf dem alten Rechner hier habe ich die SSD, die M2 SSD nur fürs System. Die ist zu klein, um da noch Spiele drauf zu installieren. Gibt es hier eigentlich noch andere Punkte außer den? Oh ja, hier gibt es jede Menge. Gehen wir mal hier zu Punkt 3. Da war ich auch noch gar nicht. Da werden wir da mal hin. So, nehmen wir wieder die Spin-Route, weil die gefällt mir am besten. Tempo ist auf 1. Und was habe ich noch an Tagesauf? Da wollte ich drücken. Ja, zwei Tagesaufgaben habe ich noch zu erledigen. Gleich erstmal ein bisschen. Scheint auch ein ganz anständiger zu sein. Oh, Bremse steht auf halb, also 3 von 6
Balken sind aktiv an. Wie will er nicht rankommen hier? Jetzt. Ne, immer noch nicht. Aber jetzt habe ich ihn. Wow. Was haben wir denn da? Kleinmaulbarsch. Mit knapp 2 Kilo. Oh, der ist doch schon ganz anständig. Gibt 17 EP. Oder XP besser gesagt. So, dann werden wir den auch freilassen und die EP oder XP abkassieren. So, weiter geht's. Vielleicht haben wir heute noch Level 3 hier zu erreichen. So, ich habe jetzt auch rausgefunden, dass man hier mit Mausrad die Geschwindigkeit noch besser einstellen kann. Nicht nur Stufe 1, 2, 3, 4, sondern innerhalb der Stufen gibt es dann noch jeweils 3, 4 Stufen. Jetzt habe ich sie auf, zum Beispiel auf 18%, Stufe 1, 18%, und damit kann ich dann durchkurbeln. Brauche ich nicht immer Stop and Go machen. Brauche ich einfach nur simpel geradeaus durchziehen. Mal kommen. Und da haben wir ihn. Yellow Perch oder auch Gelbbarsch auf Deutsch übersetzt, aber bei uns heißt er ja Flussbarsch. Aber im Amerikanischen und Englischen heißt er Yellow Perch. Deswegen haben sie es hier übersetzt mit Gelbbarsch. Wie viel EP gibt er? 2 nur. Oh, da werde ich mal das Geld nehmen. Alles, was unter 4 EP gibt, oder XP. So, ein klein bisschen absinken lassen und dann hier einfach durchziehen. Kann man ja super die Kamera bewegen. Kann man noch reinzoomen? Ja, kann man. Oh, was haben wir da? Könnte jetzt natürlich das Tempo auch wieder hochdrehen zum Einholen. Das werde ich mal machen. Geht das ein bisschen schneller hier. Zack. Amerikanischer Hecht. Gibt 3 EP. So, und dann muss ich aber hier wieder auf 18%. So. Da kommt der nächste, wieder ein Yellow Perch.
Und nur 2 EP behalten wir auch. Brauchen wir ein bisschen dickere Fische hier. So wie der erste mit 17 EP. Lassen wir ihn mal ein bisschen tiefer durch trudeln hier. Aha, dann gibt es diese Kürbiskernbarsche. Vier EP, da können wir mal wieder. Oh, eine Errungenschaft freigeschaltet. Den können wir mal wieder freilassen. VIP. Die nehmen wir mit. So, wieder auf 18%. Und wieder ein Hecht. Aber Zeit, dass wir an Level 3 Gewässer kommen. Ups. Fünf EP freilassen. So, wie viel EP brauchen wir eigentlich? 136 oder was ist, dass sie die Zahlen alle immer so klein schreiben müssen. Ich hasse das. 126. 40 haben wir jetzt. Also noch jede Menge Fisch. Ich glaube nicht, dass wir es in diesem Video schaffen. Das wird sonst wieder viel zu lang. Und wieder ein Buntbarsch, also ein Kürbiskernbarsch. Drei EP. Na gut, wir nehmen ihn trotzdem mit. Ich brauche so viel EP noch. Ich würde jetzt alle Fische annehmen hier, also freilassen. Oh, 1, 2. Jetzt müsste ich auf 18 sein, ne? Ja. Das ist auch alles so dünn und klein geschrieben. Man sieht nicht, auf welche Prozentzahl man da ist beim Einholen. Ich weiß es nur, wenn ich ganz nach unten drehe, dann ist er auf 10 und wenn ich dann 2 Stufen wieder hochgehe, also 2 Raster auf dem Mausrad, dann bin ich auf 18. Erkennen tue ich die Zahlen nicht. Ich weiß nicht, ob von der Entfernung. Fernseher ist hier 3,5 Meter von mir entfernt. Da sind die Zahlen winzig. Hier ein kleiner Maulbarsch.
Nee, brauner Katzenpelz. Beim Biss sah es aus wie ein Barsch. Es gibt auch 4 XP. So, wieder nach ganz unten schrauben. Also das mit dem Tempo einstellen, irgendwie, das hätten sie ein bisschen komfortabler machen können, dass es schneller geht. Dass man 2 Tempis hat, die man anwählen kann mit Schnelltaste oder so. Vorher stellt man sich ein, welche beiden Tempo oder Tempi, besser gesagt, Mehrzahl von Tempo man haben möchte. In dem Fall wäre es bei mir hier Tempo 1 mit 18% und einmal Tempo 4 mit voller Geschwindigkeit, was alles was geht zum Einholen. Und dass man da so hin und her schalten kann. Hier ist mal hier das Mausrad tausendmal nach vorne drehen, bis er endlich mit voller Geschwindigkeit einholt. Das scheint wieder ein guter zu sein hier. Jo, wie ein kleiner Maulbarsch. Nicht ganz so. Doch, der ist sogar ein Tick schwerer noch. Paar Gramm schwerer, der hat genau 2 Kilo. Gibt 18 EP, sehr schön. Nee, 27 XP hat er sogar gegeben. Wenn ich Geld nehme, dann gibt es weniger XP. Genau, dann hätte ich nur 18 bekommen. Der Köder hier, der dunklere, der läuft wesentlich besser noch als der andere, die man da beim ja, Annehmen der Rute, der da automatisch gleich drauf ist. Der ist zwar auch gut, aber nicht ganz so gut wie der hier. Jo, alle Aufgaben erfüllt. Ups. Und da habe ich wieder schwarzen Bildschirm kurz. So, dann werde ich mal hier kurz die abkassieren, die Tagesaufgaben. Wieso sind die hier weg? Die waren noch voll. Die waren noch alle abgehakt. Achso, ich habe mir die ersten gleich alle 3 angenommen oder was? Oder wie läuft das hier? Eigentlich muss man die auch jede einzeln annehmen, oder nicht? Hä? Hier sind ja alle weg. Was ist das denn jetzt für ein Blödsinn hier? Und das Geld habe ich nicht bekommen, wie es aussieht. 172. Irgendwas stimmt hier nicht. Die wöchentlichen kann ich immer noch nicht annehmen. Ganz schön merkwürdig. Na komm. Hä? Ah, hier. Wollte gerade sagen, sah eben ganz anders aus. Scheinen neue Aufgaben zu sein.
Boah, schon wieder schwarzen Bildschirm. Irgendwie gibt meine Grafikkarte langsam den Geist auf. Wird Zeit, dass mein neuer Rechner endlich kommt. Der muss ja immer noch gefixt werden, weil er nicht vernünftig lief. Der wurde ja schon geliefert und dann. Lief er nicht vernünftig. Irgendwas stimmte mit, entweder mit dem Motherboard, mit dem BIOS oder ja, RAM wurde schon einmal gewechselt. Das hat es nicht gebracht, der Fehler war trotzdem noch da. Und wieder 12 EP, wenn ich das Geld nehme und wenn ich frei lasse. 18 EP. Oder? Ich sehe die Zahlen nicht. Ja, 18. Ja, gibt mehr EP, wenn man frei lässt. Wenn man Geld nimmt, gibt es weniger EP. Also dachte erst eine ganze Zeit, dann gibt es gar keine EP, aber oder XP. Und was haben wir? Wieder einen amerikanischen Hecht. Nicht schlecht. So, wie viel EP fehlen noch? 116, 126. 10 noch. Schaffen wir es ja doch noch ein Level 3 hier in diesem Video. Kein Fisch mehr. Doch. Und da haben wir ihn auch schon, den Burschen. Vernünftigen Fisch noch, dann dürfte es das gewesen sein.
Und? Ist das der Bringer? Ne, 3 EP. Ich glaube, das reicht nicht. Doch, hat doch gereicht. Level 3. Gibt nochmal 30 Cash. 5 Minuten Boost. Und 5 Minuten Boost. Ja, wieso? Hä? Achso, alles klar. Gut, diese 5 Minuten Boost nehmen wir noch mit. Ich hoffe, es beißt jetzt auch mal ein richtiger Kracher wieder hier. Nicht, dass die 5 Minuten XP Boost hier für nichts und wieder nichts. Oh, ein Lachs. Lachs ist auch schon mal ganz anständig. So, den holen wir jetzt auch schnell rein. Hä? Wie ist der denn von Haken gekommen? Ja, weil wegen dem Boost. Gönnen wir das Spiel wieder den Fisch nicht. Das ist wie bei Fishing Planet hier. Immer die Fische, die wichtig sind, die beißen entweder nicht und wenn sie beißen, dann springen sie wieder vom Haken und solche Dinge. Und so ein Kleinkram hier, der bleibt dann dran. Der sowieso nicht viel XP gibt. Auch mit Boost wird es auch nicht viel mehr. Was habe ich da jetzt verstellt? Achso, die Bremse. Okay. Gehen wir ein bisschen tiefer. Gucken, ob ich so eine Forelle erwische hier. Nö, trotzdem nur ein Yellow Perch. Ja, der Lachs ist ja leider wieder vom Haken gesprungen. Hä? Der ist auch vom Haken gesprungen. Wieso springen die jetzt komischerweise vom Haken? Habe ich nie gehabt. Erst jetzt mit dem Boost plötzlich springen die Fische vom Haken. Was soll dieser Schwachsinn?
Ich habe das Gefühl, unter Wasser nimmt er das Anschlagen nicht richtig an. So, und die 5 Minuten Boost dürften auch rum sein, ne? Ja. Ja, sind schon vorbei. Aber wir haben ein bisschen Geld gemacht. So, jetzt gehen wir für Level 3 nochmal Ausrüstung kaufen. Schauen wir mal. Ach nee, falsch. Geschäft, da wollte ich hin. Ja, erstmal gucken, ob wir Leinen noch was Besseres kriegen. Die 2,2er. 1,43. 1,80. Braid mit 2,70. Also 2,7 Kilo. Die kostet 40. 3,2 Kilo, 3,4 Kilo und die kriegen wir schon nicht mehr. Also bis zu der, die kostet 40, 3,2 Kilo. So, die holen wir uns mal. Obwohl 2,7, 3,2, das sind immerhin 500 Gramm. Ja, wir kaufen die. So, und Kunstköder. Was kriegen wir da? Einmal den Spinner, ist das glaube ich. Ja, ist ein Spinner. Grün, gelb, rot. Der sieht auch interessant aus. Was gibt's noch? Blinker. Noch ein Spinner. Zehn Gramm, 7 Gramm. Bis dahin. Tja, was nehmen wir da mal? Nehmen wir hier den bunten. Für 13. Ich will noch nicht so viel Geld verschwenden. So, gehen wir in die Ausrüstung. Nehmen jetzt hier die bessere Schnur. 3,2 Kilo, genau. Und wechseln den Köder mal hier auf den. Zack. Zurück. Das finde ich blöd, dass man hier erst ganz zurückgehen muss, um dann das neue Gewässer anwählen zu können. Dann muss man wieder auf Angeln gehen und jetzt kann ich dahin. Und wie es da weitergeht, das sehen wir dann im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.